Also, ob ich jetzt in einem richtigen Leben bin oder eigentlich in einem fiktiven, ist mir letztlich gleich, weil auch im Fiktiven wäre es mir durchaus wohl, nicht immer, aber das kommt ja dann nicht so drauf an. Der Chirurg, der das Hirn rausgenommen hat, als böser Mann dargestellt, kenne ich als lieben Mann, nämlich aus meiner Kindheit, als der liebe Gott. Der hat alles gewusst, alle Gedanken gekannt, überall rein können. Also es ist mir nicht so fremd. Und letztlich verbirgt sich ja dahinter die Frage, wie frei sind wir eigentlich? Sind wir eigentlich ferngesteuert oder nicht? Beweisen können wir nicht, dass wir frei sind. Ich selber finde von mir, ich bin relativ frei. Natürlich beeinflusst durch meine Erziehung, durch meine Umgebung, durch mein Denken, wie es sich da gebildet hat. Und trotzdem finde ich, ich habe die Freiheit, mich so oder anders können zu entscheiden. Jetzt ist das leider nicht bei allen Leuten so. Es gibt Menschen, die schon als Kind müssen sie Sklavenarbeit machen und nachher das ganze Leben lang können aus dieser Rollen gar nie ausbrechen. Es gibt Frauen, die in ihrer Gesellschaft immer unterdrückt sind und gar nichts anderes kennen. Also aus unserer Sicht eigentlich keine Freiheit haben. Es gibt Leute, die moralisch in einer Glasglocke sind, gelehrt werden, ihre Find und, oder andere Religionen zu hassen. Die kommen aus dieser Glocke auch nie raus. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Freiheit da ist. Es könnte natürlich sein, dass in 500 Jahren unsere Nachfahren sagen, huiuiui, die haben auch in einer geistigen Umnachtung gelebt. Also ich hoffe, es sei nicht so, aber warten wir mal.